Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 3. Wir machen dann jetzt halt weiter und zwar gibt es als nächstes die Möbel. Auch ganz wichtig in einem Club. Zuerst mal die Toiletten. Also oben haben wir jetzt die Männertoiletten. Ganz typisch einfach. Hier kann man hinpinkeln. So Waschbecken brauchen die wahrscheinlich meistens gar nicht. Hier so ein übelst modernes Ding. Und Lampen. Hier sowas. Dass man auch was sieht. So, Frauen. Die brauchen ja schon ein bisschen mehr. Und zwar die hier, die Farbe ist langweilig. Die brauchen wir schon so in Schwarz, dass es so richtig edler aussieht. Okay. Ich glaube, wir brauchen. Ich glaube, wir müssen den Raum ein bisschen vergrößern von den Frauen. Ist das Wände hoch? Und im Baumodus? So, ich müsste das ein bisschen länger ziehen. So. Von Männern machen wir halt auch einfach nochmal ein so normales Klo hin. Man weiß ja nie. Weil zum Kotzen sind die Dinge, glaube ich, nicht so geeignet. Machen wir mal zwei. Und von den Frauen brauchen wir nämlich mindestens ein Waschbecken und dann ein Spiegel, dass man davon ganz viele Selfies machen kann. Oh mein Gott, ich war auf diesen tollen Klo kacken oder pinkeln. Ist es bei euren Clubs auch so, aber bei uns gibt es halt dann echt immer so Leute, die dann dauerhaft so posten, oh mein Gott, ich war hier auf dem Klo und das war übelst geil einfach nur. Also das ist halt bei uns echt immer krass, dass halt dann echt so laute Bilder einfach online sind mit oh mein Gott, ich war da am Klo und mein Leben hat sich dadurch völlig verändert. Ja. Dann brauchen wir irgendwie coole Disco-Lichter. Ich gehe jetzt einfach mal in die Late-Night-Sammlung, weil die ja die ganzen Objekte darstellt. Ja. Was gibt's denn da so Schönes? So ein Kneipenschild noch vor der Tür, das ist auch noch wichtig. Dann da hinten, da kommt die Bar hin. Da hinten kommt eine fette Bar hin. So. Was braucht man dann noch so? So Lichtbilder, die man nicht sehen kann, ist auch ganz gut. So, und jetzt von den Lichtern, das muss schon so was Crazy-haftes sein. Sowas hier. Wo man richtig abdancen kann schon. Aber unten ist mehr so Bar. Noch so ein bisschen Dart spielen. Also unten ist mehr so chillig, so für chillige Leute. Jetzt nicht unbedingt so zum Feiern, sondern einfach nur so zum Chillen. Hier so eine ganz kleine Tanzfläche, dass du auch tanzen kannst, wenn du voll tanzsüchtig bist. Hier noch so ein Fernseher. Also eine Sitzecke kann man irgendwo machen, hier so. Dass du denen Tussis beim Tanzen zuschauen kannst. Wenn sie halbnackt auf der Tanzfläche rumlaufen. So. Vielleicht noch hier so eine gemütliche Couch irgendwo hin. Hier so einen komischen Würfel. So, jetzt bräuchte ich mal eine Bar. Wo muss es hier Bars geben? Hier. Da unten gibt es, also, da gibt es halt eine so eine Bar mit zwei so Barhockern und mehr gibt es unten nicht. So. Dann der erste Stock. Also direkt mal einen großen Dancefloor. Wir müssen die Farbe ändern, weil die Tanzfläche sieht ja scheiße aus. Zufallsfarbe.
So ein schönes Braun. Und dann. Wir brauchen unten noch Spielautomaten, habe ich beschlossen. Hier so ein Spielo. Da ist jetzt übelst so Tanzfläche, so städtische. Kneipentisch, also so eine Kellerkneipe. Hinten machen wir so eine Sitzecke, so eine kleine. Ich bin voll motiviert. So, dann so eine Sitzecke. So. Jetzt bräuchte ich halt nur. Okay, hier sind diese komischen Strahler. Okay. Und hier noch so eine Party-XXL-Maschine, die macht so Nebel und so. Auch wichtig für unseren Luxusclub. Und jetzt hat. Da gibt's eine fette Bar. Wenn ich die Bar wiederfinden würde. Die Bar verloren. Hier ist die Bar. Welche ist größer? Die oder die? Ne, das ist eine 3 und die ist auch 3, okay. So, die ist hier so am Rand entlang. Noch eine. Perfekt. Da brauchen wir jetzt noch so ein paar Tische, Stühle davor. Okay, die brauchen auch welche. Okay, ja. Brauchen wir noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Und dann hier oben kommt die Luxusbar dann hin, wo ich das Absperrstall brauche. Ich habe auch herausgefunden inzwischen, wie das funktioniert. Wo ist es denn? Da. Kurzes Absperrsaal. Ist das kurze? Geht denn jetzt nicht? Hä? Ich hab doch da eine Tür. Und ich habe da vor allem noch keine Wandfarbe. Das könnten wir auch ganz gut Bretterbude nennen. Ach, ich habe da schon einen Absperrsaal. Okay. Also Steuerung, Shift. Okay. Ja. Zutrittlevel begrenzt. Star-Level. Sagen wir mal, unter 4 geht da nichts. Also, sagen wir mal 3. Ein Vierer findest du selten. Okkulte, nee, für das, das ist schon hoch. Da musst du schon gut bestechen. Thumbnail-Kamera? Keine Ahnung. Okay. So, dann können wir da jetzt weiterbauen. Huch, ich bin schon wieder fast vom Stuhl gefallen. Aber mein. Ich habe da so ein Sitzkissen und das ist voll verrutscht. Und jetzt wollte ich mich richtig draufsetzen und wäre beinahe vom Stuhl gefallen. Ja, Folge des Lebens. Okay. Und oben gibt es also eine mittlere Tanzfläche. So, hier vor dem Fenster, dass du von draußen so gut die Ladies beobachten kannst. Hier gibt es schon so. Hier, oh, das ist wie cool. Hier auch nochmal sowas. Ja. Dann hier gibt es einfach so Scheinwerfer nach unten. Hier so eine Partymaschine wieder. Und das ist mehr so chilliger. Das ist schon so.
weil das ist ja High Life und alles Mögliche. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Die Sims 3 wieder. Bis dahin, tschüss.